Hey, ich frag mich, was braucht die Gemeinde für morgen? Braucht sie krassere Gottesdienste, größere Aktionen oder irgendwelche krassen Konzerte mit Lichtshows und Soundeffekten? Oder braucht sie ganz einfach Menschen wie du und ich, die Gottes Herzschlag leben? Mein Name ist Thaddäus, ich bin 20 Jahre alt und in mir brennt ein Feuer, dich im Glauben zu ermutigen. Doch bevor ich jetzt hier irgendwas weiter auslege, lass mich kurz eine Story erzählen. Vielleicht kennst du das, du bist auf einer Konferenz. Und du bist vorher eigentlich total low gewesen mit Jesus, total das Feuer verloren. Und du gehst auf diese Konferenz, kommt der Preacher und die ganz krasse Band. Du fängst neu Feuer für Jesus. Du gehst nach Hause, du orientierst deine To-Do-Listen komplett um, setzt Prioritäten anders und möchtest alles für Jesus geben. Aber im Endeffekt ist nach einer Woche alles genau so, wie es vor der Konferenz war. Und du fragst dich, what? Die Bibel meint irgendwie in Römer 12, Vers 11, hey, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Aber das Gegenteil ist der Fall und du bist völlig am Verzweifeln und sagst dir, wie soll denn das gehen? Hey, und wir von Stay on Fire haben einen Traum, dich im Glauben zu ermutigen, dich zu befähigen und zu begeistern, einen Lifestyle zu leben, der einen Unterschied macht. Und das soll nicht bei Zoom-Videos stehen bleiben, sondern wir möchten Autoren aus ganz Deutschland ranholen, die für Stay on Fire schreiben, um dich im Glauben zu ermutigen. Wir wollen mit Jugendleitern und Pastoren aus Berlin und auch aus ganz Deutschland Videos drehen wie diese, um dich zu befähigen und zu begeistern. Heute machen wir den ersten Schritt und gehen online mit diesem Video. Und wenn dir das gefällt, dieses Projekt, dann teile es in deiner Jugendgruppe auf Facebook und sei ein Teil davon. Weil wir können in Deutschland etwas bewegen, wenn wir Gottes Herzschlag leben. Nicht aus irgendwelchen Gesetzlichkeiten, sondern aus einem Verliebtsein für Jesus.